So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Sieht aus, als würde sich ein Sturm nähern. Rechnen mit Blitz und Donner. Ah, sieht man das hier? Müssen wir ein bisschen zur Seite gehen. Ups. Die Geister sind heute gut drauf. Da, Blitz. Bam. Gut, ich hoffe, mein Feld überlebt das. Mal schauen. Meine Sprinkler ebenso. Echt gespannt. Ich glaube, die Mieze hängt da hinten drin, oder? Kann das sein? Eingesperrt wieder. Ist das gemein. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal angeln. Hat ja beim letzten Mal angedroht gehabt. Dass wir das mal machen werden. Sie baut fleißig weiter. Was wir auch noch machen wollten, ist unsere Spitzhacke verbessern. Deswegen gehen wir ja angeln. 2000 Gold. Soll ich die Hacke auch noch verbessern? Ich glaube nicht. Heißt, ich kann halt ein, zwei Tage lang halt nicht in die Mine gehen, was echt weh tut, geldlich. Aber ist halt so. Ist halt so. Ich habe hier nebenbei auch dann den Screen offen von unseren Fischchen. Die wir wann, wo fangen können. 9 Uhr macht er erst das Ding auf. Guck mal. So, mal hier ein bisschen fischen. Goldmakrelen. Sommernutzpflanzen. Nee, Sommerding ins Aquarium hier. Flussfische, Gotteslachs. Wo waren das gewesen? Ich hatte doch mir irgendwo eine Krabbenreuse. Das ist, brauchte ich nicht irgendwo eine Goldmakrele? Nö, indischer Glas, Welt, Sandfisch. Wir gehen trotzdem angeln irgendwo. Guck mal ein bisschen. Durch die Köder natürlich wahnsinnig schnell. Ja, Fieberglas, Angel, Köder. Macht das alles ein bisschen einfacher. Gut, ich kriege nur Müll, ich merke schon. Ich wollte die Zeit bis 9 Uhr totschlagen. Ich habe hier Oktopus im Ozean am Morgen. Ich denke, dann werde ich morgen früh auch gleich mal 6 Uhr meine Angel schnappen und auf geht's. Eine Regenbogenforelle. 41 cm. In den Flüssen der Wälder und den Bergen am Tag. Ja, die habe ich schon gefangen, ne? Gerade eben. Guten Tag, ich hätte mal einen Auftrag. Einmal die Spitzhacke bitte. Danke, ich fange heute so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ach, es tut so weh, die Spitzhacke wegzugeben, aber es ist leider notwendig. Was haben wir noch? Kugelfische. Ah, Kugelfische waren dabei, oder? Ja. Im Ozean am frühen Nachmittag. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum Ozean. Und farmen dort in den Flüssen, Goldmarken in den Flüssen der Wälder. Und die Köder werden wir auf jeden Fall, also die ganzen Monsterfleischdinger werden wir mal zum Köder machen. Ein perfekter Fisch. Eine Regenbogenforelle. Na, hier wird bestimmt ein bisschen was an Gold geben. Anscheinend ist sie ja nicht neu, ne? So wie es ausschaut. So, wir gucken mal, was blubbert. Da ist ja immer meiner Meinung nach was ganz Besonderes. Erstmal schauen wir hier. Nö. Nix. Gar nichts. Schauen wir erstmal hier.
Ob es hier was Schönes gibt? Ich meine, selbst die Algen sind gut, ne? Die bringen auch ein bisschen was. Seht ihr an? Na gut, ich glaube, die Algen waren besser. Fischen sollte eigentlich, wow, eine Riesenwolke. Gibt bestimmt noch ein Achievement Müllsammler oder so. Und Oktopus am, ich will Oktopus. Wow, der geht ja ordentlich am, Abgehen hier. Eine Rotbarbe. Kenne ich nicht. Was Neues. Das war aber gerade so noch knapp gewesen, ne? Oh. Eine Kiste. Ich bin dafür, dass du mit runterkommst. Ja, ist doch super. Und noch eine Rotbarbe von 30 cm Länge. Und eine Kiste mit einem Aquamarin. Sehr schön. Früher Nachmittag wird ja gleich sein, ne? Also ich bin ja schon am Ozean hier. Noch eine Rotbarbe. Können ja auch mal zum Anfang hin. Nur so 2-3 cm. Achso, Energie siehst du, die reicht gar nicht wahrscheinlich den ganzen Tag über. Macht nix. Boah, da geht er richtig ab. Boah, ein Thunfisch schon 91 cm Länge. Man muss vielleicht nicht ganz so weit ausangeln. Steht ja auch da. Je weiter man kommt, desto andere Fische gibt es halt auch. Wahrscheinlich die guten Fische. Das Max wird schon das Gute sein. Ne? Na, auf jeden Fall ist ja immer ein Ziel, die Kisten mitzunehmen. Lass mal versuchen, ein bisschen zu warten. Bis der Fisch auch mal oben ist. Ist aber nicht ganz einfach, ne? Dauert ein bisschen manchmal. Ich muss sagen, ich hab's mit echt drauf. Ein Buntbarsch. Und ein Amphibienfossil. Und zwei Kohle. Nice, sehr schön auf jeden Fall. Achso, frühen Nachmittag. Ja gut, sind wir aber hier richtig, ne? Und trotzdem mal ein bisschen gucken, ein bisschen woanders hier. Kann er die Schaden mal wieder ein anderes Örtchen sich zu suchen? Ein anderes stilles Örtchen, wo man hier mal ein bisschen angeln kann. Mit dem will ich gerade nicht quasseln. Hey, wieder Seetang bekommen. Ist cool, oder? Ich angel gern Müll. Ozean. Ich überlege gerade, ob ich ganz links irgendwie bei dem Abwasserrohr im Ozean angeln konnte, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So ein Oktopus wäre eine coole Sache. Schon mega viel wert, das Ding. Neuer Rekord für die Rotbarbe. 35 Energie ist nicht wenig, was das Viech bringt. Ganz ordentlich, aber ich verkaufe sowas lieber. Das ist mir echt wertvoller. Neuer Rekord, 41 cm. Ich finde schön, dass sie so schnell anbeißen. Durch die Köder. Auf jeden Fall mehr Kisten. Kisten sind auch cool. Perfekt. Leider nur eine Rotbarbe von 30 cm.
Aber keiner von diesen Blub-Dingern gerade, hä? Schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist jetzt aber der frühe Nachmittag eigentlich, 15 Uhr. Fuck! Wie schwer, Mann! Das war bestimmt ein Oktopus. Sicher. Oh, hatte ich auch noch nicht gehabt. Treibholz. Verkaufen. Das war echt mies. Ja, das ist natürlich auch das Schwierige dann, ne? Die dicken Fische. Kriegst du halt nur, wenn du relativ schnell und gut bist. Hast du wirklich nicht dich hier ablenken lassen mit irgendwas, aber es ist leider kein Perfekt mehr. 43 cm für die Rotbarbe. Alter, 8 Energie ist so krass. Ein Thunfisch von 109 cm Länge. Ich weiß gar nicht, ob es auch unterschiedliche Preise für die Fische gibt. Ich gehe mal schon von aus, ne? Achso, 27 nur noch. Sehr schön. Und wir kriegen 2 gefrorene Geoden. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch aufknacken. Kriegen wir heute nicht mehr hin. 16.50 Uhr haben wir es schon. Zweimal meine Angel ausfahren kann ich noch. Eine Joja-Cola. Das ist auch ein bisschen was wert. Was ist drin, Willi? So, letzter. Letzter Fang heute. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine Möglichkeit, mehr Energie ranzukriegen. Morgen früh geht's weiter. Ah, das Angeln, ich muss sagen, das Angeln macht mega Fun. Mir zumindest. Hi, Elliot. Gut, da können wir da auch mal wieder irgendwann beglücken mit neuen Fossilien. Hier ist nix. 270 Energie ist zu wenig. Ob wir das irgendwie nochmal hochkriegen irgendwann? Bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist hier fertig? Nee, immer noch nicht. Machst du den ganzen Tag, hä? Ups. So. Da ich ja sonst nichts anderes mehr machen kann, geht's ab ins Bett, würde ich sagen. Wobei wir können noch. Wir haben noch Zeit eigentlich. Die Shorts können wir noch suchen. Na, wobei 18:30 ist nicht mehr wirklich viel Zeit. Gehen wir pennen, ist in Ordnung. Das ist völlig okay. Gehen wir halt mal ein bisschen. Wow. Erschöpft. Das wollte ich nicht. Alter, kann er gar nichts mehr machen. Der ist aber super down. Fischenstufe 3 plus eine Angeleffektivität. Neues Herstellungsrezept Krabbenreuse. Oh, geil. Und ein neues Kochrezept Matrosenteller. Die Reuse ist sehr, sehr interessant. Ach, siehst du, Blitz und Gewitter. Schritt. Kriegerling durchführte den Träger gelegentlich mit Kriegerenergie, nachdem ein Monster erlegt wurde. Aha. 10 gefrorene drin, 25 Kohle. Alter, das ist ja ultra teuer. Hier haben wir die Reuse. Alter, 3 Eisenbarren. Geil. 40 Holz, 3 Eisenbarren. So, schauen wir erstmal, wie der Wetterbericht. Morgen wird der wunderschöne sonniger Tag. Tja, Geist ist heute sehr glücklich.
Schön Sturm und alles. Ach, ist natürlich mega gut. Guck mal, die Pepperoni ist schon fertig. Ah, die ist schon fertig. Oh, geil. Ich habe eine Pepperoni, Leute. Eine Pepperoni habe ich. Ist das Ding verwelkt? Sehe ich das richtig? Wow. Okay. Das ist ein cooler Effekt. Wir brauchen Holz und Eisen. Ich habe kein Holz mehr, das ist so krass. Ich habe 3 Eisenbarren nur noch. So, die Reuse. Ich habe leider keine Köder mehr. Ich könnte mir welche kaufen. Durchaus, ich brauche echt neue... Oh, guck mal, mein Hühnerstall ist fertig. Nice! Was aber ganz wichtig ist, ich habe eine neue Mission. Tiere aufziehen. 100 Gold, danke sehr. Bürgermeister Shorts. Ich möchte ehrlich gesagt lieber jetzt an den Dings gehen. 6 Uhr, es ist eigentlich... Ne, Oktopus im Ozean am Morgen. Ey, ist ja gruselig, Mann! Einen Köder kann ich mir sicherlich bei Willi kaufen. Da will ich alle Köder in meine Angel reinmachen. Mal gucken, was passiert, wenn wir vom Blitz getroffen werden. Vielleicht werden wir auch nicht vom Blitz getroffen, wer weiß das schon. Jetzt sind wir so ein Lacker. Meine arme, arme Charakterfigur hier. Ein Seeigel, nice. Eine Koralle. Ah, das haben wir so schön gemacht mit dem, schon wieder der Typ. Okay, ich bin immer noch nicht bereit, laut seinen Aussagen. Kein Plan, ob wir überhaupt was fangen. Seetang ist immer gut, ne? Ist immer da. Hahaha, leck mich! Das war sicherlich ein Oktopus. Ein Heilboot mit 66 cm Länge. Ich gehe mal gleich mal zu Willi. Ich brauche nämlich Köder für meine Reuse. Boah, entspann dich, Gewittermann. Kann auch nichts dafür. Ich versuche das immer mit Harvest Moon zu vergleichen und sage mal oder denke mal, dass es Harvest Moon ist. Aber nein, es ist ein komplett anderes Spiel. In Harvest Moon, falls es gestürmt hat, bist du halt nicht mehr rausgekommen. Machen wir mal. Zack, Krabbenreuse. 1500 Gold am Arsch. Kannst mich mal. Okay, wir gucken mal. Wo denn hin? Lege sie ins Wasser, setze einen Köder hinein. Einer geht nur, okay. Und am nächsten Morgen gucke ich dann mal, was gefangen. Ein Zug! Aber komme ich da gar nicht hin? Spa, den ganzen Tag geöffnet. Ah. Ich würde sagen, ich bin gerade immer noch in Angellaune. Wir gucken am nächsten Tag mal da oben. Die Eisenbahn. Aber jetzt habe ich jetzt schon Bock. Machen wir jetzt. Ich denke, ich werde mehr Reusen ausbringen. Denn die Krabben sind, denke ich mal, schon eine ganze Menge wert. Zumal ich sie auch noch für die Dings brauche. Mal gucken, ob es fertig ist. Nach einem Tag schon. Ich glaube zwar nicht, aber... Man darf ja mal hoffen, oder? Ich arbeite doch an dem Werkzeug. Kupferspitzhacke wird heute nicht fertig werden. Sehr gut. Ich will dich ja nicht drängen. Mach hinne! Okay. Na, mal gucken. Vielleicht ist es ja durch... Nee, kann ja auch nicht sein. Ich bin ja letztens erst da lang gelaufen. Das ist Erdbeben, das vielleicht gemacht hat. Aber das Erdbeben war ja vor kurzem...
Na, mal gucken. Ich meine, wenn schon kommt, ein Zug fährt durch Sterntautal. Da müssen wir doch mal schauen. Hier ist Wechsel über den nächsten Baum übrigens nach. Den wir abgeholzt hatten. Das ist eine Tomate oder Gewürzbeere. Ah, siehst du? Faszinierend. Zwei sogar. Ja, liebe Freunde. Aber wir machen erstmal eine ganz kurze kleine Pause, bevor wir hier nach oben gehen und schauen, was jetzt so schönes ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Stardew Valley. Bis dahin. Ciao, Leute.